Auch im Frankenberger Land begann der Dezember mit Minustemperaturen und Schnee. Die Straßenmeistereien sorgten für freie Straßen. Und das relativ zügig. Sie sind nämlich gut vorbereitet. Rund 2000 Tonnen Salz liegen in Frankenberg im Salzlager. Und hier wird ein Streuwagen der Straßenmeisterei mit der entsprechenden Menge Salz beladen. Zusätzlich zum Salz befindet sich in den Seitentanks neben dem Streukasten eine Magnesiumchloridlösung und fein dosiert wird das Salz über die Streueinrichtung abgegeben. Horst Hildebrand von der Straßenmeisterei Frankenberg steuert unter anderem einen dieser LKW. Er ist mit Florian Hampel zusammen amtierender Hessenmeister, der Schneepflugfahrer. Die Straßenmeisterei Frankenberg ist wie alle Straßenmeistereien in Nordhessen für den Winter gut gerüstet.